Schmerzen. Unsägliche Schmerzen. Mein Kopf fühlte sich an wie eine Melone, die Opfer von Teenagern mit zu viel Zeit und zu vielen Backsteinen geworden war. Meine Stimme, die sich wie ein schwer verletzter Soldat aus dem staubtrockenen Schützengraben meiner Kehle schleppte, erkannte ich kaum wieder. Ah, besser. Bilder und Geräusche tanzten wie rasende Derwische durch mein malträtiertes Hirn. Was war nur passiert? Langsam kam die Erinnerung zurück. Ach, da bist du. Ein altes Sprichwort sagt: Hoppe, hoppe Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Doch wenn man erstmal so tief gefallen ist wie ich, dann hat man keinen Atem mehr, um zu schreien. Boah, Alter, dein Atem, nimm mal einen Kaugummi. Es war Mai. Der Mond hing über der Stadt wie die schwarz schimmelige Schüssel Tzatziki, die ich während der Party versehentlich auf der Heizung vergessen hatte. Aber manche wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Kann man das noch essen? Die leeren Augen derer, die auf der Strecke geblieben waren, starrten mich unerbittlich an. Die, die ihnen ihr Innerstes geraubt hatten, taten so, als wäre dies eine Nacht wie jede andere. Doch es sollte eine Nacht ohne Morgen werden. Denn es war Zeit, aufzuräumen. Einstein hatte recht. Zeit ist relativ. Relativ lang. In deiner dunkelsten Stunde zieht sie sich. Hast du was gesagt? Ich? Nee. Oh, hältst du wieder deine komischen Monologe? Es war kalt, zu kalt. Ich hatte wieder meine langen Unterhosen bei meiner Mama vergessen. Also, in deiner dunkelsten Stunde zieht sie sich wie der Kaugummi, den irgendein Idiot unter deinen Küchentisch geklebt hat. Schnell, ich muss die Mathearbeit nachschreiben. Aber die ist doch schon vorbei. Nein! Und warum hast du keine Hosen an? Es ist alles nur eine Frage der Perspektive. Leben, Tod, Liebe, Hass, Kaffee oder Tee. Aber Kaffee macht fiesere Flecken. Nach dieser Nacht sollte nichts mehr so sein wie vorher. Was ja eigentlich jede Nacht so ist, denn man wird ja auch nicht jünger, gell? Nichts hält ewig. Außer der Tod. Wobei das eigentlich auch noch bewiesen werden muss. Es gibt ja Leute, die behaupten, hey, ich bin noch nicht fertig. Ich wollte noch sagen, nach dieser Nacht war alles